Herzlich willkommen in unserem neuen Video. Heute soll es darum gehen, dass Spaß sehr häufig einer der größten Erfolgsverhinderer sein kann. Es mag sein, dass du mir jetzt überhaupt nicht zustimmst und das würde mich auch gar nicht wundern, denn in unserer heutigen Gesellschaft ist das so, dass der Spaßfaktor sehr weit vorne steht und ganz häufig ganz, ganz viel Beachtung findet. In der Werbung heißt es, Hauptsache ihr habt Spaß und natürlich soll das Leben Spaß machen und wenn wir über Training sprechen, ist das natürlich für viele Leute eine Freizeitbeschäftigung und na klar, soll das Spaß machen, das ist gar keine Frage. Und wenn dir grundsätzlich das Training, die körperliche Bewegung überhaupt nicht liegt und du es einfach überhaupt nicht magst, na dann macht es auch Sinn, sich vielleicht was anderes zu überlegen. Für die Gesundheit kann ich es dir trotzdem empfehlen, aber rein für den Spaßfaktor sind dann vielleicht auch andere Sachen wichtiger. Aber warum bin ich persönlich, und das ist wirklich meine persönliche Überzeugung und meine Erfahrung, warum bin ich der Meinung, dass der Spaßfaktor einer der allergrößten Erfolgsverhinderer und einer der allergrößten Steine auf dem Weg zum Erfolg der Leute ist. Es ist ganz einfach. Der Erfolg im Training braucht Mühe, er braucht Anstrengung, er braucht Überwindung, er verlangt Selbstdisziplin, er erfordert Einsatz von Zeit und Energie und Ressourcen. Und das macht oftmals erstmal keinen Spaß. Der Spaß kommt dann, wenn sich die Erfolge einstellen und wenn man merkt, hey, das, was ich mache, das funktioniert und das bringt auch wirklich etwas und man fühlt sich dann auch gut. Am Anfang ist es aber doch, wenn man ehrlich ist, häufiger schon mal so, dass man sich hier und da auch ein kleines bisschen überwinden muss. Und ich muss mich manchmal wundern, wenn in Trainingsterminen erwachsene Menschen, die auch teilweise in Führungspositionen sind, quasi mit dem Faktor, das macht mir aber keinen Spaß, argumentieren. Sie verhalten sich in dem Moment eigentlich so, wie sie es bei ihren eigenen Kindern oder bei ihren eigenen Mitarbeitern eigentlich niemals akzeptieren und billigen würden. Es gibt Dinge, die müssen einfach gemacht werden, weil sie dran sind, weil sie erforderlich sind, weil sie richtig sind und weil sie einen Sinn ergeben. Sie müssen einfach gemacht werden. Wir putzen uns ja auch nicht täglich die Zähne, weil das so ein unglaublich tolles, berauschendes Spaßerlebnis ist. Wir machen das, weil wir gelernt haben, dass das wichtig und richtig für uns ist, dass das für unsere Gesundheit gut ist. Und na klar, fühlen wir uns gut, wenn wir das gemacht haben und wir haben saubere Zähne, das ist alles völlig okay. Aber die Hauptmotivation, das zu tun, ist nicht Spaß, sondern das Wissen, dass das einen Sinn und einen Zweck hat. Wie können wir jetzt die Brücke zum Training schlagen? Ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, den Dingen eine andere Bedeutung zu geben, sie für sich selber in den Gedanken ein bisschen umzumodellieren. Es gibt in der Psychologie bestimmt dafür irgendeinen Ausdruck. Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Ich beschreibe dir einfach mal kurz, was ich meine. Zum Beispiel, du möchtest Muskelaufbau trainieren. Wenn du Muskelaufbau trainierst, dann ist es erforderlich, dass du deinen Muskel überlädst. Es ist wichtig, dass du so trainierst, dass du den Muskel überlastest und herausforderst, dass du ihm mehr abverlangst, als er eigentlich gerade leisten kann und möchte. Dosiert und kontrolliert, das ist klar, aber du musst den Muskel in eine Erschöpfung bringen. Und diese letzten Wiederholungen, die bringen dich vielleicht mental, aber auf jeden Fall deine Muskulatur körperlich an eine Leistungsgrenze. Das ist schwer, das brennt, der Muskel hat keinen Sauerstoff mehr, die Energie ist weg. Das ist ein unangenehmes Gefühl, zumindest für einen Trainingsanfänger. Wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, dann kennt man das Gefühl und dann sucht man das auch ein bisschen, weil man weiß, dass sich dahinter der Erfolg verbirgt. Jetzt kannst du Folgendes tun, wenn du weißt, dass dieses unangenehme Gefühl kommt, dann kannst du dir einfach vorher sagen, ich weiß, es kommt. Ich weiß, dass es nötig ist und wenn dieses Gefühl eintritt, dann ist genau das der Moment, wo mein Muskel den Reiz bekommt, sich anzupassen, sich zu verbessern, seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Kurzum, das ist der Moment, in dem ich meinen Muskel zum Wachsen bringe. Und wenn du das weißt und wenn du dir das ganz bewusst machst, dann wird es dir beim nächsten Mal wahrscheinlich leichter fallen, diesen intensiven Reiz, diesen Schmerz auszuhalten, weil du weißt, das ist das, was mich nach vorne bringt. Ein anderes Beispiel, wenn du abnehmen möchtest und du isst weniger Kalorien und du verzichtest jetzt vielleicht auf Süßigkeiten und auf, weiß ich nicht, auf Schokolade jetzt in der Sommerzeit oder auf Eiscreme und du isst davon gar nichts mehr oder weniger und du kriegst vielleicht ein Lustgefühl oder du kriegst Hunger darauf. Dann kannst du dir sagen, ja, schade, ich darf das jetzt nicht essen, ich muss mir das vermieten, ich muss darauf verzichten. Du kannst dir aber auch sagen, ich merke, ich kriege jetzt Hunger
Und das ist jetzt genau der Moment, in dem mein Körper anfängt, seine Fette zu verbrennen. Und das ist ja auch so. In dem Moment, wo der Blutzucker zurückgeht, wo das Insulin zurückgeht im Körper, öffnet der Körper die Fettzellen, das Depotfett und gibt seine Depotfette frei. Kurzum, in dem Moment, wo du etwas Hunger leidest, fängst du an, Körperfett zu verbrennen. Und das möchtest du ja, wenn du abnimmst. Und wenn du das einfach weißt, dann kannst du es dir ein kleines bisschen umbauen, ein kleines bisschen ummodellieren und schon ist das viel besser zu ertragen und du kommst mit der Situation viel besser zurecht. Du weißt dann, worum und wofür du es tust. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte dir sagen, natürlich soll das Training, die Bewegung dir grundsätzlich Spaß machen. Das ist wichtig. Aber immer nur auf den Spaßfaktor zu gucken, wird dich vom Erfolg fernhalten. Du wirst deine Ziele nicht erreichen. Es gibt Dinge im Training, die müssen einfach gemacht werden. Es ist wichtig, sie umzusetzen, weil sie Sinn haben und einen Zweck dienen. Sie werden dich weiterbringen. Und wenn du immer nur nach dem Spaß suchst, also immer nur den Weg des geringsten Widerstandes gehst, dann wirst du dein Trainingsziel entweder gar nicht oder aber sehr, sehr, sehr viel später mit sehr viel Mühe und Zeiteinsatz erreichen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du Fragen hast, schreib uns, sprich uns an. Wir helfen dir gerne in den Trainingsterminen weiter. Wenn du das völlig anders siehst und du bist ganz anderer Meinung, schreib es in die Kommentare, kontaktiere uns. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind gerne bereit, dazu zu lernen oder für einen Erfahrungsaustausch. Das ist ja nicht die ganze Wahrheit, die wir hier haben. Das sind ja immer nur unsere Erfahrungen und unsere Sichtweisen. Danke, dass du zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.